Weitere Ausgabe von Einwürfe der Skistammtisch und die Eifrigen unter euch haben ja beim letzten Mal, wenn ihr aufgepasst habt, das Thema Fitness vielleicht vor Augen. Wir haben aber gedacht, bevor wir fit für den Winter werden, ist uns noch ein Thema ganz, ganz wichtig und zwar, das ist die Sicherheit und die darauf verbundene Sicherheit auf den Pisten. Dazu haben wir wieder zwei Experten eingeladen und ich freue mich total, diese jetzt begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite ist das der Alexander Huber. Servus Alex. Servus. Schön, dass du da bist. Und auf der anderen Seite ist es der Philipp Heidenreich. Philipp, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, na, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und mein Co-Moderator ist natürlich auch wieder mit dabei, Hanno. Schön, dass du auch wieder heute an meiner Seite bist. Danke, ich freue mich auch. Wird sicher eine spannende Ausgabe. Hanno, die erste Frage richtet sich wie immer gleich einmal an dich. Was glaubst du, was uns heute alles erwarten wird? Ja, heute sprechen wir alles rund ums Thema Sicherheit in und also im freien Gelände bzw. auch auf der Piste, weil es ja oft mal miteinander nachher verbunden ist, weil die Lawine macht ja bekanntlich nicht Halt vor einer Piste. Und sprechen da einerseits über das Thema Freeride und die Erfahrungen rund um das Thema bzw. auch das Thema Sicherheit in den Aspekt mit einzubeziehen und vor allem im Thema Sicherheit, auch wenn es einmal wirklich zu einem Unfall kommt, dann sind wir sehr froh, wenn es sowas wie eine Helikopterrettung gibt, wenn man es wirklich einmal braucht und da haben wir einen Experten von der ARA Flugrettung uns eben hergeholt und erwarten uns da halt gute Auskünfte in die Richtung. Wunderbar, starten wir rein und ich darf mit dem Alex anfangen. Alex, du bist ja überzeugter Freerider, aber verantwortungsbewusster Freerider. Habe ich das richtig getroffen? Ja, offiziell immer, ja. mit Gästen sowieso. Also ich führe als Skiführer und bin regelmäßig beim Fliegen und beim klassischen Führen mit Fällen mit Gästen unterwegs. Und da haltet man sowieso alle Parameter ein, erkundigt sich über die Lawinensituation, geht und führt dem Gast entsprechend. Und das ist aber ein Thema. Und das andere Thema ist natürlich, wenn man privat unterwegs ist, alleine oder mit Freunden, da riskiert man vielleicht schon einmal ein bisschen mehr. Aber ich sage immer, kalkuliertes Risiko. Das heißt, wenn ich von einem Risiko sprich, dann schaue ich mir auch an, wo sind meine Exitzonen, wo kann ich weg, wenn wirklich was passieren würde. Und man geht dann das Thema nicht unvorbereitet an. Ja, und wir wollen ein bisschen einhaken auf der einen Seite, was du jetzt alles beruflich machst, aber beginnen möchte ich, und zwar mit dir als Privatperson, und zwar nenne ich dir jetzt an Jahreszahlen 2013, 2014 und 2016, denn da warst du nämlich bei der Freeride World Tour sogar mit dabei. Ja, also ich bin die Qualifier Tour lang gefahren und davor, bevor das Format rausgekommen ist eigentlich, hat es Einzelveranstaltungen gegeben, wo dann später zur World Tour gehört haben. Da habe ich mitfahren dürfen und ja, leider hat meine Rennkarriere als Freerider dann früh ein Ende genommen, weil ich mir eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen habe. Und deshalb habe ich es dann rennmäßig dann leider aufhören müssen. Okay, wie bist du überhaupt zum Sport Freerider an und für sich gekommen? Das hat ein paar Jahre davor noch, ja. hat es eine Kärntner Freeride-Serie gegeben. Da war ich gerade so 18, 19 und habe diese Kärntner Freeride-Serie als Snowboarder gewonnen, zweimal hintereinander. Dann als Skifahrer, da sind die ersten Freeride-Ski rausgekommen, die ersten fetten Latten, Tintips. Da bin ich auf Ski umgestiegen und da geblieben und habe da dann meine ersten internationalen Bewerbe gefahren. Und da war ich, glaube ich, 2010 war das erste Mal dann in Jasna Adrenalin, wo es mittlerweile 4-Stern-Stopp ist in der Qualifier-Tour. Und war dann da gleich am Stockerl. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's weiter. Und dann wieder trainiert und Gas geben und war unterwegs. Ja. Sehr cool. Was ist so für dich überhaupt die Faszination Freeride, wenn du es definieren müsstest? Früher war es einfach das als Teenager ein bisschen cool sein, aber definitiv war für mich immer das Bewegen im freien Gelände und im unversporten Schnee. Also früher noch als Snowboarder, man geht auf seinen Hausberg oder vom bei uns zum Beispiel vom Hof weiter auf den Berg rauf und hat einfach unversporte Hänge, wenn der Schnee passt. Einfach das Freiheitsgefühl und das einem Kopf frei sein. Das nicht nachdenken müssen, was man tut. Und das habe ich zum Glück früh schon so kennengelernt und das liebe ich immer noch und gebe so den Gästen weiter. Für mich gibt es nichts Schöneres wie einen guten Schnee und du fährst runter und kommst in ein Flohgefühl und brauchst aber das, was du gerade machst, nicht nachdenken.
Und das ist eigentlich das Freiheitsgefühl dran, dass du das einfach genießen kannst mit deiner totalen Freiheit im Kopf. Und du musst keine Stangen treffen, nicht zwischen Stangen durchfahren. Genau. Es ist alles erlaubt. Man hat so ein schwebendes Gefühl, wenn man da noch einmal reinkommt. Also ich weiß nicht. Genau, für mich ist ein Flow. Das ist dieser Flow, wenn du da einfach noch dahin gleitest und eigentlich an nichts anderes mehr denkst. Das ist der Freiheit, ja. Jetzt startet schon wieder. Und das ist so wie eine jungfräuliche Bergbefahrung, wenn da eine Spur ist. Ja, genau. Mit Leben auch was zu tun, seine eigene Spur einziehen im Berg. Ja, das ist einfach. Ja. Genau, du lässt halt deine Unterschrift. Genau, das ist die Unterschrift. Das ist noch jeden Skifahrer. Du stehst unten, schaust auf und sagst: Jawohl, das war ich. Herrlich. Wunderbar, und beim Thema herrlich bleiben wir gleich, nämlich auch beim zweiten Gast, der Philipp. Philipp, Servus noch einmal. Schön, dass du dir Zeit gefunden hast. Du bist ja Heeresbergführer und Flugretter seit 2012, hast über 1500 Einsätze schon begleitet am Heli. Jetzt für mich immer die Frage, wenn man ARA-Flugretter ist, erstens einmal, wie kommt man überhaupt dorthin? Ja, und was? Dass er bei mir das Auswahlverfahren macht jetzt. Also, ja, aber was sind deine Hauptaufgaben? Der Flugreiter, bei uns am Hubschrauber, der ist an der Seite der Gealpinist. Der, was ansagt im Gealpinen, halt am Gelände. Mhm. Der Leader ist dort nachher. Und das ist auch interessant in unserer Arbeit, man ist einmal der Leader und einmal ist man der Unterstützer. Und der Unterstützer ist er nachher, wenn er den Genotarzt unterstützt, weil das sind alles Genotfallsanitäter. Ja, und das ist das Interessante. Also die zwei andere Faktoren, die muss er mitnehmen. Er muss Alpinist sein und Minimum der Genotfallsanitäter. Mhm. Ja. Diese Ausbildungen hast du? Ja, bringst du mit? Der Heeresbergführer ist der Alpinist, der mich abgehackelt. Ja. Ja. Und der Notfallsanitäter, den habe ich auch 2010 gemacht beim Militär. Und das hat schon viele da gebraucht. Ich habe das eins zu eins nachher da mitgenommen. Ja. Ja, wunderbar. Was mir brennend interessiert ist, was ist so eigentlich, wenn man jetzt deine 1500 Einsätze hernimmt, was ist eigentlich der meiste Grund, warum dann eigentlich der Helikopter geholt wird? Sicherlich die Überschätzung, die Müdigkeit und dass die Leute sehr unvorbereitet in das Einigen, dass sie die meisten das nicht leisten, dass sie vielleicht dann fragen, so wie den Alex, na, wie geht es? Oder mich? Mhm, ja. Sondern einfach ein bisschen unvorbereitet reingeht und immer die Vorbereitung für einen Winter, das heißt, man bestätigen, die fängt halt im Sommer an. Mhm. Und die Athletik, die, ja, die lässt zu wünschen übrig jetzt. Oftmals. Das ist eher ein Thema, das wir auch noch besprechen werden im Laufe unserer Serien, also das Thema Fitness. Und so wie du es so richtig gesagt hast, es kommt dann oftmals dazu, dass halt einfach Ermüdung ist irgendwo, gell, am Berg. Und der ist dann irgendwo gefangen oder halt in irgendeiner Situation, wo er sich nicht mehr ausfindet und vielleicht nicht mehr weiß, wie vorhin zurück. Und wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich sage immer, die Skitour oder das Unternehmen nach oben halt am Berg, das ist erst ausge, wenn man unten in der Hütte den Aperol-Spritzer oder das Bier nimmt. Oder Kinder mit dem Auto heimfahrt. Ja, genau. Aber das, auf das, was ich aussehen will, der Alpinist oder der, was das unternimmt, der ist einfach nur dann halt gut, wenn er wieder halt gesund heimkommt. Ja, so wie jeder, der dann auch mit euch mitfahren, fliegen muss, der dann heil am Boden ankommt und dann versorgt wird. Wie ist so, vielleicht interessant, dieser Ablauf? Wann kommt es zu einem Helikoptereinsatz? Welche Gegebenheiten müssen sein? Wie schaut das dann aus von der Informationsflut, von der Informationsverbindung her, ab dem Anruf, wo einer wirklich sagt, jetzt brauchen wir Hilfe? Ja, es ist ja so, dass uns niemand halt anruft, ja, ich bin jetzt am Berg und jetzt brauche ich halt einen Hubschrauber. Der läuft über die Landesleitstelle, 144 anrufen, da sagt man, wer man ist. Der nächste Punkt, wo man ist, vielleicht, dass man das werden wir nachher dann noch besprechen, dass die meisten oft nicht da genau da wissen, wo sie sind oder oft da falsche Koordinaten angeben. Die Orientierung, und das ist auch ein bisschen dann in der Vorbereitung, die Landesleitstelle, die da draufdruckt und die schaut, okay, wer ist der Nächste,
das liegt auf der Hand, dass der Hubschrauber halt schneller ist. Vorher mal gar aufs Terminalsfeld als der NEF, dieses Notarzteinsatz gefahren zeigt und dann ist der Einsatz und da steht halt oben, wo wir hin müssen, das was er hat und dann fliegen wir hin. Innerhalb von 2 bis 4 Minuten ist bei uns dann halt die Vorlauf einmal Zeit. Ich muss das oben eingeben, das wird hinuntergeschickt, geht zur Maschine, es wird angestartet und dann wird noch zum Einsatz geflogen. Mhm. Im Schnitt, wie schnell oder wie lang dauert so ein Hubschrauber-Einsatz? Wenn man es jetzt aufs Nassfeld rechnet zum Beispiel, ja. Von Start weg, es kommt auf die Verletzung drauf an, weil am Nassfeld, am Nassfeld, da sind wir halt einmal aufsteigen und zur Skipisten zugesteuern. Da ist die Flugzeug eher minimal, aber es einfach, da ist drauf an, was er hat. Die Schwere der Verletzung. Ja. Also jetzt am Berg das versorgen und dann das wieder wegfliegen zu einem Krankenhaus? Ja, man rechnet im Schnitt so eine halbe Stunde, Stunde. Das ist so. Eher auf eine Stunde hin. Weil der Hubschrauber-Einsatz, der startet mit unserem halt am Start in der Versorgung und ins Spital zum Fliegen und dann auch wieder die Landung, dann ist der Einsatz aus. Mhm. Dass so ein Einsatz mit wahrscheinlich sehr viel Kosten verbunden ist. Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, von was für eine Beträge, sagen wir jetzt einmal, wo fängt es an? Ja, der Anfang an, es wird so abgerechnet nach Minuten, also nicht nach Stunden, sondern nach Minuten. Und die Minute ist so 100 Euro ungefähr. Mhm. Ja, und dann kann man sich das ausrechnen. Ja. Von Asfeld in unser Hauptspital ins LKA Villach sind es ca. 12 Minuten. Einmal hinfliegen, einmal retour, dann kann sich auch jeder dann ausrechnen. Vor allem du brauchst eine gute Versicherung und das ist ja auch das, was man auch damit einrechnen muss. Oder ja, dann habe ich eine Versicherung, ist das abgedeckt, aber da will ich mich nicht zu viel auslassen. Ich halt, glaube, da ist halt der ÖSV nicht so schlecht bedient. Und der Landes, der Skiverband. Ja. Ja, all unsere Mitglieder, also da muss ich direkt einhaken, wenn du mich schon so anschierst. Das ist ja. Ich hab's gleich weiter. Danke, ja. Ohne gesprochen, also das ist wirklich so passiert jetzt. Nein, der ÖSV, also alle Mitglieder vom ÖSV sind eben versichert, haben den Versicherungsschutz und sind die Bergungskosten auch dabei. Gerade jetzt letztens noch nachgeschaut, ich glaube bis 25.000 sind die Bergungskosten, also da kann man schon eine Zeit lang fliegen. Wenn man es muss, ja, also hoffentlich passiert es nie, ja, aber das ist natürlich auch ein Benefit, den bei uns alle Mitglieder genießen können. Und ich muss noch einmal einhaken, es ist jetzt nicht so, wenn dann jetzt halt die Zusetzung war, ich habe keine Versicherung, dann lädt er mich nicht ab. Nein, es wird auch jeder mitgenommen. Ja. Das ist ein Einsatz, das ist unser Auftrag und halt der wird halt durchgeführt, ob der jetzt eine Versicherung oder nicht, das ist da mir. Ja, geht's um die Gesundheit? Ja, es geht um die eher egal, also, ja. Es, genau. Nein, das geht immer dann um den Menschen. Ja. Alex, kommen wir vielleicht zu dir noch einmal. Und zwar, du hast die Gründung von Heliski Alpen Adria auf deine Federn zu schreiben, sozusagen. Wie ist es dazu gekommen? Nicht auf meine Federn alleine, ja? Zum Glück. Also der Christian Sölle, Mitstreiter und Visionär im Gailtal und in Kärnten, der hat die Idee gehabt. Mit ihm gemeinsam haben wir die ersten Testflüge gestartet. Und haben auch gemeinsam einen starken Partner gefunden mit Eli Friuli, der, weil wir grenznah sind am Nassfeld, direkt in Tolmezzo seine nächste Basis hat, unter anderem. Und der hat zu uns 5 bis 7 Minuten Anflugszeit, ist abrufbar, hat da Maschinen immer parat, also ist auf Abruf mit Pilot. Das heißt, wenn wir jetzt Gäste haben, Rundflüge machen wollen oder Heliskiflüge und der Schnee passt, braucht er nur einen Tag Vorlaufzeit, also einen Tag vorher anrufen. Nächsten Tag in der Früh sind die da und wir haben die Logistik und die Lizenzen und Erlaubnis von den Grundstücksbesitzer rundherum eingeholt und mit den Gemeinden gesprochen und da haben wir dann ein Gesamtpaket schnüren können und jetzt gehen wir in die 7. Saison. Sehr cool, das heißt, wenn ich drauf komme, ich würde jetzt gerne am Wochenende einmal Heliskien fahren, ja, das heißt mit dem Hubschrauber irgendwo, wo normalerweise kein Lift aufgeht und wo ich ganz für mich allein bin und habe den Skilehrer dabei. Genau, ja. Also unsere Preise inkludieren den Berg- oder Skiführer,
Alleine ist es sowieso nicht. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber viele Gäste haben immer noch den Irrglauben, ich muss jetzt aus dem Hubschrauber springen. Warum nicht? Die Frage, keine Ahnung, aber die Frage kriege ich jedes Mal von Gästen, die anrufen, ich traue mich nicht rauszuspringen. Ja. Niemand muss da rausspringen. Ne? Also der landet am Gipfel, der setzt ab, oder zumindest im Schwebeflug die Kufen setzt da an, dann steigt man aus. Die Ausrüstung wird vom Flugeinweiser oder von uns Guides ein- und ausgeladen. Mhm. Und wenn er dann weg ist, dann ziehen wir uns an, genießen den Gipfel, lassen uns da Zeit und dann hat man die erste Abfahrt. Wobei, zum kommenden Wochenende, muss ich sagen, ist mit dem Schnee noch ein bisschen nauer. Wir reden in ein paar Monaten noch einmal drüber. Okay. Ja, das heißt wirklich, ihr bietet das Service an, direkt vom Heli auszusteigen. Wirklich, also ich muss nicht springen und alles andere wird quasi dann serviert. Gibt es dann sowas wie ein Ritual, das ihr dann macht, wenn ihr sagt, der Heli ist weg und ihr bleibt so ein bisschen am Gipfel? Ja, unser Ritual fängt ein bisschen früher an, weil da wir grenznah sind, können wir es anbieten. Wir fliegen und operieren rein auf der italienischen Seite, in den Karnischen und Julischen Alpen. Und egal, ob wir jetzt in Sella Nevea starten oder am Nassfeld auf der italienischen Seite, beim Livio, ist ein Lokal, wo wir starten. Und das Ritual eigentlich startet mit einem Kaffee beim Italiener, mit einem Cappuccino in der Früh. Da gibt es dann Sicherheitsunterweisung. Und dann landet der Hubschrauber direkt vor dem Lokal und dann geht's los. Das ist schon mal das erste Ritual. Und wenn man dann oben gelandet ist, ist natürlich immer Gipfelfoto und natürlich der klassische Mitschnitt. Gast huckt noch am Boden, Hubschrauber fliegt langsam weg. Das begleiten wir natürlich mit Film oder Foto. Und dann ist einmal das Wow-Erlebnis. Du bist oben, die verschneit, keine Spuren. Hubschrauber ist weg, dann ist immer kurz Ruhe. Weil dann einfach Ruhe ist, weil zuerst was laut und Adrenalin geladen mit dem Hinfliegen. Und dann ist man aber für sich absolut in der Ruhe und hat dann Zeit, eben sich anzuschnallen, sich mit der Abfahrt auseinanderzusetzen und das dann zu genießen. Und da mag ich jetzt einhaken, ich bin mir sicher, das hast du jetzt einfach ein bisschen ausgelassen, aber ich bin mir sicher, da kommt noch was in das Ritual rein, sowas wie ein LVS-Check. Ja, natürlich. Ja, also das reden wir mal darüber auch, wie man die Sicherheit, also genau, quasi, was man da mitnimmt. Ja. Ja, also wenn man jetzt einen Freerider, die denkt, das ist eine gute Überleitung, was braucht man da eigentlich alles, wenn man mit dir zum Freeriden geht? Oder überhaupt, wenn man Freeriden geht, glaube ich, ist das genau gleich, oder? Egal, ob eine Skitour oder Freeriden vom Skigebiet aus oder beim Fliegen, ist vorher der Sicherheitscheck und die Ausrüstungskontrolle. Und da ist verpflichtend der Rucksack mit Schaufel, Sonde, Pips. Also lawineverschütteten Suchgerät und natürlich die richtige Ski- oder Snowboard-Ausrüstung. Und Helm ist für uns verpflichtend. Ja. Ohne den fahren wir nochmal. Und dazu braucht man die Sicherheitsausrüstung am Körper. Du hast sie ja mit, gell? Und die haben wir mit, genau. Ja. Magst du es einmal ein Herz sagen? Was versteht man unter an Beeps bzw. LVS, hast du gesagt? LVS-Gerät gibt es verschiedene natürlich. Da von der Firma Beeps. Und das tragt man am Körper, im brustnahen Bereich, zentral rumgeschnallt. Man kann es auch einstecken, aber nicht in die Jacke, sondern in die Hose, wenn der Reißverschluss zu ist. Mhm. Ist von uns gestattet, weil im Notfall könnte, also bei einem Lawinenabgang, könnte der Schnee die Jacke oder die Oberteil vom, also die Kleidung vom Oberkörper runterziehen. Mhm. Aber die Hose, das geht nicht, quasi, das geht sich nicht aus. Sonst hat man es am Körper eingeschaltet und da checken wir, ob die Geräte funktionsfähig sind. Ob sie senden und empfangen. Gibt es natürlich verschiedene Modelle, kleine, große. Aber funktionieren ja auch für sich gleich. Funktionieren alle gleich. Es gibt aber noch alte Modelle, die analog sind und nur ein oder zwei Antennen haben. Das ist so ein ganz alter Brummer, was ich da noch habe. Ja. Die geben nur akustisches Signal und da tue ich mir sehr, sehr schwer bei der Suche. Ja. Und es ist auch zum Empfangen nicht mehr up to date und man findet sehr, sehr schwer das Opfer. Mhm. Alle neuen Modelle haben drei Antennensystem, senden in drei Dimensionen, in drei Schichten und da tue ich mir, ich kann direkt hingehen, ich finde das Signal gleich und kann dann direkt darauf zugehen in einer Ellipse und finde das Opfer viel, viel schneller. Ist dann notwendig, sobald er verschüttet ist, damit man den möglichst schnell oder überhaupt findet, weil wenn der total eingedeckt ist mit Schnee, und dann würde man den halt in dem Moment suchen mit dem lawinenverschütteten Suchgerät. Genau, LVS ist natürlich Pflicht, egal ob als Tagestourist, als
Variantenfahrer. Ja. Wenn ich jetzt in einer größeren Gruppe bin, kann ich mir natürlich mit dem Gepäck ein bisschen aufteilen. Es sollten halt 2, 3 Schaufeln dabei sein, ja, damit ich auch die Möglichkeit habe, ein Opfer auszugraben und unbedingt mit Metallschild. Die Plastikschilder gibt es eh fast nicht mehr. Brechen weg, gell. Aber wenn noch Stein im Schnee drin ist oder Eis, dann könnten die brechen. Und natürlich dann für die Feindsuche eine Sonde, für die Sondierung. Und da gibt es auch verschiedene Modelle, wo ich dann einfach nur eine Sondierung habe, mit verschiedenen Längen, 2,50 Meter aufwärts. Mhm. Und es gibt auch schon Modelle, wo noch einmal ein Pieps, also ein LVS-Gerät, auf der Sonde mit verbaut ist, dass ich beim Sondieren schon ein Signal kriege, ob ich in der Nähe bin. Und dann spare ich mir noch einmal ein paar Sekunden, im schlimmsten Fall ein paar Minuten. Und kann früher anfangen zum Graben. Das heißt, mit dieser, du machst ein riesengroßes, langes Stabel aus dem. Ja. Genau, ja, ich konnte es jetzt da zeigen, aber ich glaube, ich würde jetzt die Kameras umwerfen. Ja. Aber im Prinzip geht das ganz, ganz schnell. Ich nehme einfach das nur gerade mache und hinten anziehe. Aha. Und dann ist es schon einsatzfähig. Ja. Wenn ich jetzt aufstehen darf, falls ich das. Bist du mal. Wie lang ist diese? So, die ist jetzt 2,80 Meter. Genau unsere Raumhöhe fast. Geht sie aus? Meter. Ja, wunderbar. Und mit der mache ich die Feindsuche. Das heißt, wenn wir jetzt da im Suchthema schon drinnen sind, gehen wir vielleicht später nochmal genauer drauf ein. Aber mit dem LVS-Gerät grenze ich das Gebiet ein. Das hat eine Reichweite, je nach Modell habe ich eine Reichweite von 120 bis 80 Meter, wo ich das Erstsignal kriege. Dann gehe ich hin, mache die Feindsuche, dann bin ich im Nahbereich von 5 bis 2 Meter. Je nachdem, wie tief das Opfer auch im Schnee ist. Weil wenn das 5 Meter unter dem Schnee ist, dann ist mein nächstes Signal 5 Meter. Ja. Oder im weniger im besten Fall. Und dann, um eine Feindsuche zu machen, brauche ich einen Treffer mit der Sonde, damit ich nicht irgendwo in die Seite grabe. Ja. Weil es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn da der Tisch ist und das wäre mein Opfer und ich bin mit der Sonde daneben und wenn es nur 40, 50 Zentimeter ist, ich fange graben an. Es kann sein, dass ich vorbeigrabe oder einfach wertvolle Zeit verliere. Ja. Deshalb ist entscheidend, dass man eine Sonde auch mit hat und benutzt und den Umgang damit lernt. Sehr cool, die lehnen wir da gleich einmal dazu. Die brauchen wir. Genau. Hoffentlich nie, aber wir brauchen sie immer dabei. Wenn du sagst, jetzt du hast jetzt einige Sachen aufgezählt und vor allem das Gerät, was man immer mit dabei haben soll, vorne drauf an der Bus, von was für einer Preiskategorie sprechen wir da? Boah, LVS-Geräte gibt es mittlerweile von 80 Euro aufwärts. Ist absolut leistbar. Früher die ersten Modelle, die ersten guten Modelle, die es gegeben hat, jetzt so 15, 20 Jahre zurück oder 25 Jahre zurück. Du warst nicht mir und schon, ich bin ja nicht so. Ja, alt genug, das war's. Aber die waren kostspielig und auch nicht einfach zu bedienen. Da hat man teilweise Kopfhörer gebraucht und hat nur akustische Möglichkeit gehabt und hat viel üben müssen, damit man überhaupt eine Chance gehabt hat. Ich habe mir die Ausbildung gemacht mit so einem. Ja, genau. Also das ist da die Sicherheit und die Schulung mit diesen Geräten ist wirklich ein ganz essentiell wichtig. Genau, wir bieten es natürlich in den Skischulen auch an, auch privat in den Vereinen, beim ÖSV oder beim Alpenverein wird das angeboten, teilweise auch kostenfrei und da muss man einfach nur teilnehmen. Und wenn man mal so ein LVS-Training macht, das dauert einen halben Tag, dann kennt man die Basics, wenn man ab und zu übt, dann hat man wirklich die Chance, seinen Freund, seinen Verwandten, seinen Partner oder einen Fremden innerhalb von 5 bis 10 Minuten zu finden und auszugraben. Und die ersten 10, 15 Minuten sind entscheidend. Danach, wenn mein Kollege kommen muss bei einem Lawineneinsatz, ist natürlich super, dass es euch gibt. Nur bis die alarmiert sind und ich den ich gefunden habe, vergeht wertvolle Zeit. Und es ist auch die Bergrettung braucht dann, bis sie mit den Hunden kommen, mindestens eine halbe Stunde bis 40 Minuten, bis die dann da sind, falls sie in der Nähe sind. Und dann ist die Überlebenschance herunter auf 10-20%. Jetzt haben wir schon geredet, wenn die Situation eintrifft. Aber jetzt, was mich zur Frage bringt, wenn jetzt sich so ein Schneebrett löst, wie erkenne ich es und wie verhalte ich mich eigentlich richtig? Man, da teilen sich die Geister ein bisschen. Schwingtechnik habe ich einmal gehört. Ich weiß also grundsätzlich, wenn man das so sagen kann, ist ruhig verhalten. Aber ausgehend davon, dass ich jetzt meine Ausrüstung mit habe, eingeschaltet ist und es funktioniert, hätte ich noch die Möglichkeit, im Rucksack ein Airbag verbaut zu haben. Falls ich den mit habe und ich merke, der Schnee fängt sich bewegen an, dann frühestmöglich auslösen.
Und wenn geht, man kann noch, wenn es ein Schneebrett ist, ein bisschen eine Spur, man kann noch ein bisschen fahren meistens, könnte versuchen rauszufahren, aber ich habe auf jeden Fall schon mal den Airbag ausgelöst und habe dadurch die Chance, weiter oben im Schnee zu bleiben oder überhaupt heraus zu bleiben aus dem bewegenden Schnee. Wenn es nicht der Fall ist oder ich keinen Airbag habe, dann kann ich nur, wenn ich merke, jetzt zieht es mir die Füße weg, kann ich eigentlich nur in eine Schutzposition gehen, schauen, dass ich die Stöcke loswerde, weil die Stöcke können natürlich wie ein Anker wirken und mir die Hände wegziehen. Versuchen, die Hände vors Gesicht zu bekommen und mir irgendwie Kopf zu schützen und eine Atemhöhle zu schaffen. Das ist das Einzige, was Sinn macht und was möglich ist. Und mittlerweile ist natürlich das Handy auch immer am Mann, an der Person, weil irgendwas brauche ich zum Notruf absetzen. Im besten Fall hat man das auch griffbereit. Und da würde mir am Herzen liegen, das zu erwähnen, wenn möglich, das Handy vom LVS-Gerät weg. Und das kann Leben retten. Das sind Störsignale, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie intensiv das ist. Und wenn ich jetzt da das Gerät habe und ich habe das in einer Tasche verpackt und habe das da am Körper und wir haben einmal den Fall gehabt, hier in Kärnten leider, wo die verschüttete Person das Handy in der Brusttasche gehabt hat. Jetzt hat er unter der Jacke das LVS richtig getragen, aber hat in die Brusttasche sein Handy eingesteckt. Jetzt ist es zufällig genau über dem LVS gelegen. Der ist verschüttet worden. Seine Söhne, selber ausgebildete Skilehrer, waren in der Nähe, absolut in der Nähe und hätten auch absolut die Fähigkeit gehabt, ihn sofort zu finden, aber haben keine Chance gehabt, ein Signal zu kriegen. Weil das Signal ist gesprungen von 20 auf 60 auf 70 Meter und mit verschiedenen Richtungsangaben, weil das Handy hat sogar noch unterm Schnee Empfang aufbauen wollen, hat noch verstärkt das LVS gestört und es war keine Chance, dass sie den finden haben können, obwohl sie in einem Nahbereich von 10 Metern waren. Wahnsinn. Und leider ist die Person dann verstorben. Aufgrund dessen, dass er das Handy beim LVS-Gerät gehabt hat. Sonst wäre er jetzt noch da. Ja. Das ist ja schon beim LVS-Gerät dabei, der richtige Gurt oder der Brustgurt. Den kann man dazu zumindest kaufen, sage ich mal. Ist dabei. Ja, genau. Heißt, den um die Brust schnallen und dann quasi das Handy in die Hosentasche oder so weit wie möglich. Genau, also Abstand von 20, 30 Zentimetern reicht schon. Ja. Nur halt nicht direkt dran. Das wird reichen. Und was auch ganz wichtig ist, ein Rucksack wird oftmals davon gerissen von einer Lawine, wenn du jetzt wirklich einmal in so eine blöde Situation kommst, also den piepst du ja nicht im Rucksack, weil das habe ich immer schon mitgekriegt. Das ist ein ganz schwerer Fehler. Und dann bringt es gar nichts, dann kommst du in den Rucksack aus und du liegst ganz woanders. Genau, ja. Das bringt mich zu der Frage, wie ist denn das richtige Einweisen? Jetzt seid ihr unterwegs, seid ihr in der Nähe quasi von dem Opfer. Da gibt es dann Leute, die euch meistens zuwinken, weil sie freundlich sind, aber keiner einen Plan hat, wie man richtig den Hubschrauber einweist. Wie macht das? Genau. Das ist immer das Problem, das haben wir immer. Es ist jetzt extrem wichtig, das nochmal zum Ansprechen, weil das ist keine Hubschrauber-Einweisung. Das ist ja nicht international. Nur international ist das, was ich so loste. Und wer es nicht kennt, gibt es einen Musiktitel. Yes, genau. Yes heißt das. Und das ist dann auch. Zumindest alle schon einmal getanzt. In die modernen Rucksäcke ist das sogar abgebildet, gell? Trainer. Oder auch wenn man in der Vorbereitung sich einmal vielleicht auch da Gedanken macht. Die schlechte Variante ist, wenn ein Hubschrauber kommt, okay, auf da was muss ich alles noch und aufdenken. Und es ist halt schlecht, wenn alle da winken und du fliegst vorbei und du fliegst da wieder her, das tut einfach das sehr wertvolle Minuten verbrauchen. Und wenn einer so da steht, dann ist es ideal. Wenn einer an Hansi Hinterseher am Skianzug hat, den weiß, wenn er sieht, finde ich voll cool. Auf der Weiß ist auch schlecht. Da ist halt ein Spezial, ein Geheimtipp, hat da jeder halt in sein Auto, vor jeder Versicherung, da kriegt man das, dann halt die Warngeweste. Genau, die hat nachher damit die gefarbt oder sonst eine andere Farbe und hat die auch erleichtert. Vielleicht einer hat die Warnwesten hochhalten, der andere so, oder ich allein und die Warnweste hochhalten. Das ist halt vor allem ein bisschen leichter zu erkennen. Also wir haben jetzt eigentlich sehr viel, sagen wir fast Negatives jetzt bei Freeriden geredet. Freeriden ist aber, oder halt einfach das Bewegen im freien Gelände, im Schnee, ist wunderschön. Ja.
Und reden wir einfach einmal auch über die schönen Seiten noch einmal, dass wir das auch hervorheben, wäre mir auch ganz wichtig. Damit wir, reden wir über die Prävention. Also was muss ich machen, damit das nicht passiert und damit ich echt einen geilen Skitag habe. Und wir sind abgesichert, wir haben das alles dabei. Aber da gibt es ja beispielsweise Lawinenwarnstufen. Was muss ich da zum Achten, einfach nur damit ich gar nicht in die blöde Situation komme? Also wie wir richtig gesagt haben, ausgehend von der richtigen Ausrüstung und dass ich damit umgehen kann, oder ihr mithabt, der das kann, sollte mich damit auseinandersetzen, wie schaut die Lawinengefahr aus, wie schaut die Situation aus am Berg. Viele Skigebiete zeigen das auf beim Kassen, im Kassenbereich, mhm, auf Screen schon, wie es heute ausschaut. Aber jeder sollte fähig sein, sich das selber am Handy oder online anzuschauen, auf lawine.at, für jedes Bundesland, jede Region, ganz genau, detailliert, täglichen Lawinenlagebericht, mhm, den kann ich mir runterladen, damit ich es auch mithab. Oder gleich anschauen, und was sonst noch eine super App ist, was gratis ist, ist SnowSafe. Mhm. Ist gratis, finde ich sofort mit meinem Standort, wo ich gerade bin, den dazu passenden Lawinenlagebericht. Funktioniert für den ganzen deutschsprachigen Raum, auch teilweise in Italien, mhm, und in der Schweiz sowieso. Und dann bin ich schon einmal safe und aufgestellt. Mhm. Nur muss ich halt dann die gewissen Sachen einhalten und die Entlastungsabstände einhalten, schauen, wo komme ich weg. Und nicht ohne Hirn reinfahren. Halt, ja, das waren jetzt aber auch noch ganz spannende Punkte. Also wenn du sagst, Entlastungszonen bzw. Exitzonen, also wie komme ich wieder raus? Ja, also so, ich, ein Beispiel, jetzt stehe ich da mit meinen Kumpels, also zwei Kumpels dabei, stehe oben am Berg und dann heißt es losfahren. Ist es dann so, dass man alle drei, yes, jetzt scheppern wir runter oder macht man sich da was aus? Wie ist der Best Case, sodass im Normalfall nichts passieren sollte? Also die Realität ist so, die springen zugleich rein, ja, und wer als erster wegkommt von, nach der Landung, kriegt die erste am lautesten und jaucht. Ja. Da ist leider oft in der Realität, ist auch okay. Ja. Aber idealerweise fährt einer voraus, den man kennt, ja, und man schaut sich vorher die Linie an und lässt dann, je nachdem, welche Verhältnisse man hat. Super wäre natürlich, wenn man bei Lawinengefahr Stufe 2 unterwegs ist, ja, da kann man auch enger zusammenfahren. Ansonsten muss ich halt mindestens 30 bis 50 Meter Abstand halten, ja, damit ich die Schneedecke nicht zu sehr belaste. Und wenn es dann ein bisschen steiler ist oder Lawinengefahr Stufe 3 hat, dann nicht unbedingt reinspringen, vor allem wenn ich im Kuppenbereich bin, mhm, weil da bringe ich dann viel Druck auf die Schneedecke und kann auf erst einen recht, Punkt gerade, gell? Genau, das ist gerade so. Kann erst recht was auslösen dort. Ja. Und in dem Fall auch, wenn ich mehr Abstand halte, kann ich erstens aber die Chance, in heutigen Zeiten kann ich meinen Kumpel filmen, ja, alles, und ja, das festhalten, ja, und habe den Abstand. Und wenn wer stürzt, es muss ja nicht immer Lawine sein, man kann ja einfach mal herfallen oder Ski verlieren, was ja auch passiert, dann kann ich dem helfen. Hast du ihn im Auge? Auch wenn ich unten stehe, weiß ich, der ist jetzt gerade gestürzt, braucht er mich, im schlimmsten, genau, Fall kann ich noch rauflaufen. Oder wenn alle jetzt gleich wegfahren, kann ich auch niemandem helfen. Ja. Und ja, das bringt im Gelände dann nichts, in der Gruppe nicht und dann nicht, wenn ich jetzt zu zweit unterwegs bin. Also wie beim Autofahren Abstand halten, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Abschließend darf ich bei allen unseren Gästen die Frage nach den Highlights ja nicht fehlen. Vielleicht kommen wir zu irgendeinem Highlight, das dir bei diesen über 1500 Einsätze geblieben ist, wo du sagst, ah, das war irgendwie, obwohl wir den retten mussten, aber trotzdem vielleicht ein lustiger Einsatz. Der spektakulärste Einsatz war sicher im Jahr 2015 in Jena, ich kann mich noch heute ganz genau erinnern, bei gefälltem See um der See. Mhm. Windsurfer, der halbe der See war gefroren, der andere war offen, also die andere Seite. Mhm. Und er ist mitten im See schon eine Viertelstunde auf seiner Rettungsboje gehängt. Und im Jena ist er sehr normal nicht so zum Boden, minus 4 Grad, ein bisschen vom fliegenden Wind. Und ich habe da gewusst, das ist die einzige Möglichkeit. Ich war natürlich 1000% Adrenalin drin und haben den rausgeholt, natürlich in der Mannschaft. Aber es war schon der spektakulärste Einsatz jetzt. Das heißt, mit dem Hubschrauber direkt auf wie viel Meter die, zu gehen? Nein. Die Rettungsgewinde, da bin ich und ja, am Geseil hinunterlassen worden. Und da haben wir so der Ort mit eine Schlinge und die, wo sie am der Runde reingibt, und dann sind wir so hinausgeschwebt. Also da wird nicht mehr aufgeholt in die Kabine, sondern noch ungefähr so 2-3 Meter halt über den Umgewasser, ja, sind wir ausgeschwebt. Ja.
Warum wird er nicht draufgezogen, weil er nass ist? Raus? Nein, weil er hat nur da die Schlinge, weil wenn der da irgendwie dann hat er rauskommen. Und ja. Würde ich haben zwar. Okay. Und er hat sie bei mir angepresst, ich bei ihm und so sind wir dann rausgekriegt. Sehr schön. Ja. Perfekte Überleitung. Ja. Alex, wie war es bei dir? Was war so deine, was war dein Highlight, vielleicht sportlich oder dann auch als Coach? Ja, also ich glaube, mein schönstes Erlebnis als Freerider beim Fahren war ein Neujahr. Es war ein Neujahrsabend, man ist vorgegangen bis in der Früh und es hat in der Nacht schneien angefangen. Und ich habe durchgemacht, bin in der Früh als erstes auf dem Berg und als erstes bei der Gondel, als erstes aufgestiegen, angeschnallt, die Sonne ist aufgegangen, man hat ins Tal gesehen, freie Sicht. Es war so 40, 45 Meter Neuschnee. Und dann so ins neue Jahr zu starten mit freien Schwüngen, ganz ein lockerer Pulverschnee, noch ein bisschen übernachtig und Restalkohol vielleicht von der Nacht. Aber dann war das Schwebegefühl vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber mir ist vorgekommen, ich schwebe ins neue Jahr. Das war so ein gewaltiges Erlebnis. Ja. Glaube ich dir gern. Jetzt, du bist ja auch Betreuer von Gruppen als Guide. Was war so das übelste Erlebnis, jetzt abgesehen davon, dass vielleicht irgendwer einmal verschüttet worden ist oder die abstrakteste Gruppe? Bei mir ein schlimmstes Erlebnis für mich selber, glaube ich, war meine Verletzung eigentlich. Ich war in Norwegen zum Freeriden und Heliskiing auch, also als Gast. Mit Freunden unterwegs, auch zum Filmen ein bisschen. Und habe mir da dann klassisch letzte Abfahrt. Hubschrauber schon weg. Wir wollten das ganze Tal rausqueren, selbst mit Ski und Felle. Und dabei habe ich mir so einen Backflip gemacht aus einer Rinne raus, eingespitzelt mit den Skispitzen und unterm Schnee war ein Stein. Und dann hat es mir den Unterschenkel zertrümmert. Und ja, jetzt dann liegst du da. Ohne Funkempfang. Ohne Handyempfang, 4:30 am Nachmittag und bist im Arsch, wenn ich so sagen darf. Und wie da meine Kollegen reagiert haben, wir haben da einen finnischen Bergführer mit gehabt und da die ganze Rettungskette dort ist einfach anders wie bei uns. Und trotzdem hat man mit bergen können. Das war ein einschlägiges Erlebnis für mich. Aber vielleicht als Tipp für alle anderen, die jetzt in der Weltgeschichte unterwegs sind, diese Nahversorgung, die wir da haben, mit euch oder anderen, die man gewohnt ist von den Alpen jetzt oder von Österreich, die gibt es woanders. In dem Ausmaß wie bei uns gibt es das auf der ganzen Welt nicht. Und man ist in Norwegen, denkt sich, okay, zivilisiertes Land, da gibt es Städte, da gibt es Hubschrauber, alles. Aber auch dort funktioniert das nicht so wie bei uns. Ich habe da 4 Stunden warten müssen. Zum Glück war es schon im Frühjahr, wo lang hell war. Nach 4 Stunden ist da wer gekommen. Und im Krankenhaus war dann kein Arzt da, weil die haben einfach frei gehabt. Es war wenig los, war keiner da. Und dann haben wir dort noch einmal 4 Stunden gewartet. Und dann halt unser System ist da, wenn ich da einhacken darf, noch nicht schlecht, weil wenn man innerhalb von 4 Minuten im Hubschrauber da drin sitzt, Gefahrlaufzeit, ich glaube, man wartet nicht länger wie 20 Minuten. Natürlich, es gibt so in der Hauptsaison, da sind schon mehrere Hubschrauber bei uns halt in Kärnten, aber da gibt es auch den Fall, dass der eine da besetzt ist, dass der andere halt ein bisschen länger hinfliegen muss. Aber unter länger, da verstehen wir, dass er vielleicht da 10 Minuten oder länger wartet und nicht da 4-5 Stunden. Mhm. Also man kann schon. Die beste Werbung eigentlich fürs eigene Land. Ja. Ja. Okay. Ich hätte eigentlich so mein Bein verloren. Ja. Also es war knapp vor einer Amputation. Und ich kann jetzt fahren, ich kann alles machen, ich habe meine Ausbildung abschließen können. Kann freireiten, Gott sei Dank. Aber wäre das hier passiert, wäre das ein normaler Knochenbruch gewesen und die wären 3-4 Monate fit gewesen. Mhm. So wie fast das Bein verloren. Ne? Ja. Also, Heliskiing bitte in Kärnten und nicht nach Norwegen. Ja, und ich glaube, da kann man an der Stelle dankbar sein, dass da die medizinische Versorgung so gut funktioniert bei uns. In Österreich und dankbar sind der Hanno und ich an der Stelle immer, dass ihr als tolle Gäste da wart. Dankeschön für eure Zeit und Dankeschön für eure Expertise und für eure Stellungnahme. Dankeschön. An dieser Stelle sage ich noch einmal recht herzlichen Dank an unsere Gäste. Danke Hanno und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Krone und ich. Kronenzeitung.